dermaßen. What's? Ich hasse die Wölfe. Das ist eigentlich so das Gefährlichste, was ihr eben gesehen habt. Dieses schnelle Ausweichen. Aber so ein Wolf ist meistens immer gleich handlungsunfähig, wenn wir ihn an eine Wand drücken. So ein kleiner Tipp für die anderen Spieler, die es noch machen wollen, tun wollen und wie auch immer. So, und somit sind die Wölfe schon mal Geschichte, obwohl sie theoretisch eigentlich eine ganz große Gefahr für uns darstellen. Aber wie schon gesagt, ich kenne das Spiel. Und, diese Stachelratte, wenn wir gut sind, werden wir die auch erledigen. Und das nur mit dem Bogen. Hier wird das da gleich Kumpels mitkommen. Bei den Viechern darf man nicht lange fackeln. Ich habe die Schnauze voll von diesen Monstern. Oh. Ja. Ah, der nimmt mir die Viecher weg. Na, haut zu. Bin ja nicht doof, ich will die EP haben. Nicht, dass er jetzt drauf geht, da will ich gar nichts mehr sagen. Du kriegst mich nicht. Mann. Du nicht. Er nimmt mir doch alles weg. Keule. Was machst du? Ich brauche Erfahrung. Er nimmt mir die einfach weg, ey. Mann, 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 Mann. Dieses Volk hier. Echt, der letzte Dreck wieder. Gut, wir sind jetzt irgendwo in der Wildnis. Mir gefällt das nicht, weil ich weiß nicht, was hier... Was ist das? Und ein Riesen... What the fuck? Ogre? Ogre? Ogre! Nein. Leute, gegen Ogre. Weiß ich nicht. Wie kann ich das vergleichen? Ein Ogre ist so stark wie 15 Wölfe? Müsste hinkommen. Ja, schon wieder ein Lag. Musikwechsel, gleich Lag. Sehr interessant. Gut, das haben wir schon mal erledigt, die zwei Wölfe und ein Schweinchen im weitesten Sinne nur. So, und diese scheiß Bestie da, die hartnäckige Moorleiche. Die hast du sie noch alle? Nein, ich hab ja. Ich will nur diese Moorleiche haben. Nimm dich in Acht! Nein, nicht den Typen angreifen. Du schaffst es! Nimm dich in Acht! Kannst du nicht zielen? Ja. Das Vieh ist erledigt. Ja, die Viecher sind, wie schon gesagt, alleine möchte ich die nicht bekämpfen. Deswegen, ich kann froh sein, dass ich hier tatkräftige Unterstützung habe. Und wie ihr gemerkt habt, war das sogar eine Quest, bloß zwei Stück davon. Ich will ja nicht sagen, dass ich nicht gut bin im Spiel, aber die schaffe ich nicht, ohne zuzugeben, dass hier einer drauf gehen wird. Dann machen wir das halt mit dem Wurm. Was hast du mit der Waffe? Nimm dich in Acht! Du schaffst es! What's? Wie schon gesagt, das Vieh braucht einen Schlag und ich bin, oh, noch ein Leck. Weiter so! Zähne haben wir und rohes Fleisch und ich habe sogar die Erfahrung bekommen, auch wenn Clay dafür bitterlich bluten musste, aber
Halb so wild, danke für die Hilfe. Auch das ist natürlich wieder ein sehr guter Tipp für Leute, die das mal auf schwer spielen wollen. So gut wie alle Monster kann man zwar nicht erlegen, aber dafür kann man sich ja auch teilweise Hilfe holen. Ne? Aber jetzt natürlich nicht bei jedem. Ich meine, so ein dummer Bauer. Ich will die Bauern jetzt eigentlich nicht als dumm darstellen, aber so ein normaler Bauer, der jetzt natürlich nicht wirklich Power hat, der wird natürlich auch nicht gegen so ein Vieh antreten können. Ich traue mich mal oder wage mich mal wieder hier irgendwo rein zu. Ja, ich denke, wir lassen das auch ab hier. Bis jetzt sehe ich keine Monster. Aber ich weiß nie, ob sie aus Gebüschen kommen. Und das passiert des Öfteren mal sehr gerne. Deswegen lasse ich es hier auch wieder. Ich möchte nicht in irgendwas reinlaufen. Ich habe dann nämlich viel Talent zu. Lassen wir die Kappe da liegen. Auch hier ist wieder ein Wurm. Aber die Moorleichen, da könnte man eigentlich noch was drehen. Ich denke, das werden wir auch machen. Aber natürlich, wir werden abspeichern, ganz klar. Und zwar hier Schurke, ja, wie schon gesagt, wie ihr seht, ich habe auch ein Magierteil schon mal angefertigt. Was aber eigentlich ziemlich kontraproduktiv ist, weil ich da nämlich schon Bogen gelernt habe. Hast du sie noch alle? Was hast du mit der Waffe vor? Habe ich Clay mitgetroffen? Das wäre Kacke. Los! Ja, Leute, das war ein Schlag. Gut so. Du schaffst es. Weiter so. Gut so. Was hast du mit der Waffe vor? Ja, kämpfen. Siehst du doch, Keule. Ja, meine Erfahrung. Hast dir das nicht gefallen? Gut so. Oh, die ist. Hast dir das nicht gefallen? Die ist aggro auf mich. Weiter so. Es wird ja immer schlimmer hier. Er will jetzt auch noch gegen mich kämpfen. Was glaubst du? Ja. Was soll das? Na gut, Clay. Ich werde dich zwar nicht töten, aber ich werde jetzt, weil er klaut mir das gesamte Gold. Also werde ich ihn jetzt nur erledigen. Das bringt doch nichts. Hör auf. Was soll das? Das war knapp. Ja. Das bringt doch nichts. Lass es bleiben. Lass es bleiben. Das war keine gute Idee. Nichts zu holen. So, von Clay ist nichts zu holen. Das haben wir erledigt. Die Holzfäller-Axt lassen wir uns trotzdem nicht entgehen. Tut mir leid, das war eigentlich gar nicht meine Absicht, dieses ihn anzugreifen. Aber in diesem Kampf ging es leider nicht anders. Ist er jetzt stark sauer auf mich? Ey, steh mal wieder auf, du liegst hier unter Wasser. Ist ungesund. Nichts. Hier gibt's nichts zu holen. Alles klar, mach dich nützlich. Gut, Clay ist anscheinend nicht ganz stark sauer auf uns. Zum Glück müssen wir dazu hinzufügen.
Das Lustige ist, ist mir aber schon mal passiert. Aber das wird mir wahrscheinlich auch noch öfters passieren, dass wir hier Leute verärgern, die wir eigentlich aber gar nicht verärgern haben wollen, tun würden, wie auch immer, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, die arbeiten alle wieder. Die sind alle fleißig am Rumwirkeln hier. Ja, 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 ja. Wer ist er hier? Phil? Phil, sag mal. Ja, genau. Clay hat deinen Posten übernommen. Es wurde auch verdammt nochmal Zeit. Danke. Hier hast du ein paar Münzen. Ich ruhe mich jetzt aus. Warte. Achso, Dieb. Nein, nein, Dieb möchte ich nicht werden. Ja, doch, ich bin eigentlich ein Schurke, aber das Geld, was wir jetzt momentan haben, will ich für andere Sachen einsetzen. Was ist? Hawkins, ey, warum musst du so teure Sachen verkaufen? 500 Gold, ganz im Ernst, das ist übelst viel Geld. Mal gucken, haben wir noch irgendwas zu bequatschen? Wegen Broger. Broger treibt Schutzgeld ein, hier im Lager. Das sieht der Mistkerl ähnlich. Bleib an der Sache dran. Damit könntest du ihn kriegen, wenn du es richtig anstellst. Okay. Mal gucken, was hat Broger zu sagen. Du treibst Schutzgeld ein? Nicht so laut, du Idiot. Muss ja keiner wissen. Bis auf die Leute, die das Schutzgeld bezahlen sollen. Was kann dir doch egal sein? Du lässt Sam dein Holz sägen? Na und? Wüsste nicht, was dich das angeht. Wenn die Jäger nicht jagen, werden hier bald alle verhungern. Ach komm, jetzt machen wir mal halblang, als ob dich das interessiert. Ich warte doch nicht, bis Rachel, die Schlampe vom Don, die Holzvorräte verteilt. Am Ende gehe ich noch leer aus. Was? Wer bin ich denn? Solange ich hier noch was zu sagen habe, arbeitet Sam für mich. Verstehe. Nee, kämpfen wollen wir mit dem in der Arena definitiv noch nicht, das ist klar. Und das mit der Arena und mit Lorenzo haben wir ja gezeigt, wo der Haken hängt. Ich will jetzt mit dir kämpfen. Bringen wir es über einen Kampf bei? Nein. Wir reden mal endlich mal mit dem Schmied. Mit dem haben wir noch gar nicht geredet. Du bist hier der Schmied? Ich bin nicht nur ein einfacher Schmied, Jungchen. Ich bin der Beste und ein guter Goldschmied noch obendrein. Wenn du bei mir lernen willst, muss ich dich enttäuschen. Ich hatte seit Jahren schon keinen Lehrling mehr. Also frag mich erst gar nicht, klar? Sehe ich etwa wie ein Lehrling aus? Hab nicht so eine große Schnauze, Jungchen. Sonst wirst du mich mal kennenlernen. Sag, was du von mir willst. Ansonsten verschwinde wieder. Ich brauche Waffen. Das sagen alle. Aber kannst du dir das auch leisten? Wenn ja, ich will lieber gar nicht wissen, woher du das Gold hast. Hast du auch Schwertrohlinge? Nur das, was ich verkaufe. Meine Erzvorräte sind nämlich leer. Aber wenn du mir Eisenerz anschleppst, dann kann ich dir natürlich Rohlinge herstellen. Ich möchte Eisenerz gegen Rohlinge tauschen. Gut. Was willst du? Wie viel Eisenerz brauche ich denn? 8 Eisenerzbrocken mindestens für ein Einhandschwert. Bastardschwerter brauchen 10 und Zweihänder 12 Eisenerzbrocken. Ja, ja, haben wir nicht. Aber ich suche Arbeit. Wir suchen Arbeit. Pah, erzähl mir nichts. Keiner hier sucht nach Arbeit. Das Einzige, was alle suchen, ist das Gold. Und du siehst nicht so aus, als wärst du eine Ausnahme. Erzähl mir mehr über deine Goldschmiede. Gold, Gold, immer nur Gold. Das schlägst du dir mal lieber aus dem Kopf, Jungchen. Jeder Krümel Gold hier draußen gehört dem Don. Je eher du das akzeptierst, umso gesünder ist es für dich. Ja. Jeder hier gibt sein Gold dem Don? Einmal im Monat muss jeder von uns beim Don vorsprechen. Alles, was wir hier in der Gegend an Gold gefunden haben, werfen wir auf seinen großen Goldhaufen im Tempel. Tatsächlich jeder? Natürlich. Niemand wäre so dumm, das Gold zu behalten und sich damit mit dem Don anzulegen. Wenn du das sagst. Pah. Ich weiß, was mit raffgierigen Typen passiert, die den Don bescheißen. Kein schöner Anblick, sag ich dir.
Also komm nicht auf dumme Gedanken.